Mahlzeit und willkommen im Max Speed Shop. Heute, mach mal anders. Ich komme gerade von der Zulassungsstelle. Hab gerade ein Auto zugelassen, was wir alle kennen, was aber bis vor 3 Wochen kein TÜV gehabt hat. Ja, ich habe ihn mal in Kondition getüft. Ich sag mal so hinter euren Rücken, ohne da zu filmen. War nicht viel Arbeit dran, lustigerweise. Auf jeden Fall habe ich den jetzt gerade zugelassen und den holen wir jetzt ab. Und der sieht richtig mitgenommen aus, wo er jetzt steht. Alter Schwede, aber wirklich richtig mitgenommen. Sieht so aus, als würde er schon seit 20 Jahren da im Garten stehen und vergammelt. Mal gucken. Wisst ihr Bescheid? Ist gleich. Ja, das ist eine Story für sich, ne? Ich habe das Ding vor 3 oder 3,5 Wochen, glaube ich, da war er noch nicht so grün wie jetzt, zum TÜV gefahren. Hab da auch mit hier Biegen und Brechen meine Plakette gekriegt. Also ein paar Kleinigkeiten muss ich immer noch dran machen, aber geringe Menge. Ja, wie soll ich das sagen? Ja, und jetzt ist der eingewuchert. Aber richtig eingewuchert. Ging so ein bisschen so ein komplett dicht. Also das ist so ein richtiges so hier, ich berg mal eben so ein Auto-Video. Ich glaube, da wird er mit zur Waschanlage fahren. Die ersten 3 Meter, da hat die Polizei schon auf dem Kicker, wie das Ding aussieht. Da bin ich schon gespannt. Naja, ihr wisst ja schon, was ein Autohaus ist, aber ich sag's trotzdem nicht. Weil wahrscheinlich werde ich es ja im Titel reinhauen. Das ist ja langweilig. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Dorf der unbegrenzten Möglichkeiten. Und da holen wir dann unser Autowagen weg und dann ist das gut. Kein einziger Berg. Alles komplett platt. So ist das bei uns. Wisst ihr Bescheid? Nordsee. Da hinten auch. Seht auch keinen einzigen Berg. Und hinten ist Konhausen. Da gibt es so einen kleinen Hügel. Aber auch nur so eine Eisenbahnverbrückung. Vom BMW, gut ist das. Das gibt das nur bei mir, ne? Hier, Kennzeichen in der Hand, Fahrzeugschein, alles dabei, ne? Mitten im Wald, mitten im Nix. Hier sind noch Spuren vom Trabi, da auf dem Berg bin ich raufgeradelt. Ja, jetzt sind wir unterwegs zum Golf. Ja, ihr wisst schon, welchen Golf. Kennt ihr meinen 2-Jahr-Golf noch vom Winter? Der ist mittlerweile fahrtüchtig, ne? Aber sieht jetzt dementsprechend noch aus. Also... Also, ich sag mal so, ich habe da hingestellt, da war der Baum noch nicht so grün. Und jetzt mittlerweile ist der Wagen zum Baum geworden. Ich habe gestern geguckt, gedacht, Katastrophe. Hier ist unser hier Bombentrichter. Ich sag mal, sie wollten sie mal einen Bunker bauen und hinten ist der Hügel. Das ist mein Vaters Privatpark Spezial, sein Garten. So, was haben wir hier? Ein Golf, das Original, 1990er, DS Original. Alter Schwede, die Karre sieht aus, ey. Mann. Alter. 3 Wochen. 3 Wochen Standzeit. Der Mazda steht länger hier. Den Mazda habe ich zum Beispiel mit euch rübergefahren im Video. Und der hat weniger Standzeit. Der hat mehr Standzeit. Und er sieht nicht so schlimm aus wie der Golf. Das ist der Nachteil hier, wenn du Autos hier hinstellst. Die gammeln dir wohl nicht weg, aber die wachsen hier ziemlich ein, weil der Baum ziemlich blutet hier. Weiß Bescheid. So, Schlüssel rausholen, Kennzeichen dran, Abfahrt. 3 Wochen mal, wo die Batterie noch durchgehalten haben, ne? Das ist schon der Patina, ne? Oh, Scheiße, ich habe ihn vor 3 Wochen gewaschen. Also das ist nicht so ein Platz, so, weißt du, das ist nicht so. Aber gleich hat Saft, habt ihr gesehen? ZV geht auf. Ist ja ein GL. So. Mann, das ist doch gar nicht mal so lange her alles. So, alter Schwede. da ist halt. Ach du Scheiße, die Karre sieht aus wie 3, ey. So, eben den dran hubbeln. Gang raus. Denkst du, was meint ihr? Springt die Kiste an oder nicht? Das ist wieder spannend. Scheiße. Ja, so ist das hier mit Batterien, ne? Ja. Rollt ja.
Na, sag ich mal gucken, ob ich es ins Rollen kriege. Dann rollen wir den Berg runter und zwar in den Gang rein. Geht auch. Ach, was ein Blöden. Ist immer so. 3 Wochen und die Batterie ist schlapp. Pop. Das hat klingt so gut. Oh, der ist frei. Relativ. Also eine Scheiße gibt's nur bei uns. Definitiv nur bei uns. Und nirgendwo anders. Jetzt rollt er frei. Zack. Oh. Sag ich ja, so lange steht er noch nicht. Der kann ja nicht so festgebacken sein in der Zeit. Ah, fast. Einer geht doch noch. Aber nie gehabt, dass ein Auto so reinwächst in so kurzer Zeit. So, jetzt kommt Spezial. Pass mal auf. So reicht man einen Golf an, wenn die Batterie leer ist. Und keinen Bock hat, den mit dem Mazda zu brücken. Weil die ist noch voll, das weiß ich. Gut, pass mal auf. Aha, schon läuft er. Willkommen bei Volkswagen. Der sieht so geil aus, der Golf, ne? Den kann man fast so lassen. So, alles fein geprügelt, gut ist das. Sag, ja, gibt's nur bei uns so eine Scheiße. So, dann nehmen wir den Kindersitzkram und so was aus dem Trabi raus. Und dann fahren wir mal in der Waschbox. Dann können wir uns den tatsächlichen Zustand von der Kiste mal angucken. Wisst ihr Bescheid? Ah, läuft auch mal die Kiste. Wie auch ein Ding vor die Herren. Vorne extra andere Reifen draufgezogen vorne, weil die ein bisschen scheiße waren. Diese Kombination, ne? Dieses mega fett zugewichste und einfach dieser mega gepflegte Innenraum oder mega saubere Innenraum im Vergleich dazu. Sachen gibt das. So, nach grobem Prinzip ist das Ding in Ordnung. Da geben wir so viel Straße mit und weiter geht das. Also ein Auto, was nicht fährt, ist sein Geld nicht wert. Und das fährt, also ist sein Geld hoffentlich auch wert. So war das Autofahren Spaß. Aber das fährt richtig geil mit diesem Sportfahrwerk. Das ist super von flippelhart. Und tief ist der. Richtig lustig. Überall Pollen rum. Geht. Was ist das denn? Das ist ja jetzt ein Heuschnupfenmobil, ist das. Alter Verwalter. Das können wir nicht so lassen. Ich wasche ihn jetzt mal eben ab, den Kollegen. Aber so richtig. So ein bisschen Spüli-Spüli und da ist die Kiste wieder gut. Waschbox nur für PKW. Wir waschen von Mini-Baggern, Rasenmäher, Booten, Walzen, bla bla, Gartengeräte. Ist auch ein PKW, ne? Ich finde, das gar nicht mal groß dreckig. Machen wir doch so. Der glänzt wieder hier in der Motorhaube, wisst ihr Bescheid. Jetzt müssen wir aber zum Schrottplatz runter, weil das mir ist gerade eine Feder gerissen, vorne auf dem Haubenzug. Da ist so eine Feder, die hält diesen ganzen Haubenzug irgendwie zurück. Ja, und die hat sich gerade verabschiedet. Die müssen wir, oh, fahren wir drin, die müssen wir neu haben. Weil,
sonst ist die Haube nicht richtig zu. Das ist gerade jetzt hier nur angelehnt. Diesen einen Vorhaker, den ich aufklappen kann, aber kannst vergessen. Und eine neue Batterie brauchen wir noch. Da liegt ja gerade auf dem Shop, dass eine rum, die wir mitnehmen können, die einigermaßen gut ist. Die ein bisschen größer als diese hier. Ja, das ist mal eben die Golf 2 extrem schnell, mal eben so Makeover. Muss ja fertig, die Kiste. Da bringt er so ein Golf 2, wenn er Ewigkeiten da rumsteht und dann langsam mal sicher einwächst. Das ist ja auch scheiße. Pattengetüdel, ne? Fährst du durch die Gegend und die Haube wackelt hoch und runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, wir müssen es machen. Feder rein und dann ist er wieder gut. Hab schon gesehen, wo die sitzt. Ich hab den Grill schon abgebaut. Das ist nur so eine, irgendwie abgesprungen, frag mich nicht. Und die ist weggeflogen. Find ich nicht wieder. Ja, so ist das Leben. Das ist, manchmal ist das hart und manchmal ist das ungerecht. Da haben schon drei Leute gesagt, meine Haube ist offen. Das weiß ich selber. Mann, glänzt der wieder. Mann, wie neu. Ein bisschen polieren das Ding, dann haben wir richtig schicken Zweier wieder. Eigentlich ist so ein Zweier kein unschickes Auto. Ne? Und so korrupt so hier vom Raum her, den Chromkey da drin. Gut, das ist halt ein GL, ne? Mit dem weichen Armaturenbrett. Hat schon was, so eine Kiste. Ist schon geil. Aber weiß ich nicht, so für mich als Daily wäre der, glaube ich, irgendwie... Ja, nicht so gut, aber ungewohnt. Sehr ungewohnt. Das ist der erste Golf 2, den ich fahre, ne? Guck mal, komm mal auf. So, von drin jetzt den zweiten, wo der zweite Gang nicht kratzt. Aber der kratzt beim Golf 2 immer der zweite Gang. Scheißegal, was du hast. Aber jeder Zweier, den ich gehabt habe, mein ganzes Leben, da hat er immer gekratzt. Der nicht. Wunder geschehen, ne? Von dem wir mal erwähnt haben. Mal kein Kratzen im zweiten. Dritten Gang ist gut, vierten Gang kratzt nicht. Mann. Sachen gibt das, die gibt das nicht. So, Schrottplatz angekommen. Dann gucken wir mal, ob wir einen Dingsen kriegen, wa? Hier so ein hier wunderschön. Ja, so wunderschöne Feber, eine schöne Batterie. Wäre nicht schlecht. Die Batterie. Oh, hängen geblieben am Auto hier. Der wird hängen geblieben. Scheiß Ding. Naja. So, Auto zu. Dafür reicht der Strom noch. Sieht für die einigermaßen ordentlich aus, oder nicht? War nicht gepflegt, aber wenigstens einigermaßen. Relativ sauber. Wird immer voller hier, ne? Die stapeln sich alles Mögliche schon. Der stapelt sich schon ein bisschen länger. So ein neuer Touran. Einfach so eingematscht. Batterie hat er. Aber kein Haubenzug. Den müssen wir uns jetzt woanders holen. Aber da kriege ich auf jeden Fall ein. Ist ja Bescheid. Aber erstmal nach Hause fahren, weil der Hund soll irgendwie ausgebüxt sein, bei den Nachbarn sein. Nicht so schick. Oh, die ist mit der Batterie jetzt angesprungen. Der Hopfen meist auch nicht ganz verloren mit der Batterie. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine andere hinten drin. Gerade einen Batterietester gehabt da vor Ort. Die war okay. Die hat wohl ihren Job noch einigermaßen gemacht. Das Guide. Aber erstmal mit den Wackelhauben-Auto hier mal eben drüber tuckern. Nach Hause, Hund einfangen. Und danach geht's zum Schrotti. Zu Udos anderen Schrottplatz. Über der zwei Plätze. Und da habe ich eventuell die Chance, auch meinen hier Haubenzug zu kriegen und meine Haubenfeder. Guck mal, wie unschuldig der liegt, sich seine Eier leckt. Nee. Ja, eingefangen. Ich frage mich nur, wie er rausgekommen ist. Naja, egal. Weiter geht das ein Projekt. Und ich muss sagen, die Batterie hat sich erholt. Auto sprang gerade Ast rein an. Mal gucken. Weiterfahren und beobachten. Lass die andere mal im Kofferraum. Da ist auch nicht nagelneu, die ist auch vom Schrott. So, jetzt muss ich die Frau Ingenieurin noch vom Kindergarten abholen, weil, ja, Frau ist nach Hause gekommen und ist im Stress und jetzt muss ich dann noch in einer herrennen. Alles mit offener Motorhaube, ist halt neben nicht schön. Naja, darf ich denn machen. So ist es halt, wenn mein Papa ist. Aber dann gleich wieder mit dem besten Werkzeug auf dem Schrottplatz. Mehr habe ich nicht zu Hause rumfliegen gehabt. Und das kommt mir nicht mit hier, warum ich kein Werkzeug im Auto liegen habe. Wie soll ich denn Werkzeug in der Karre hier liegen haben, die ich gerade eben selber aus dem Garten erst geholt habe? Geht ja gar nicht. Ach, Kita-Kram abgehakt. Jetzt gehen wir mit der Frau Ingenieurin zum Schrott. Ich meine, das ist ja guter Einfluss, ne? Schrottplatz ist immer für ein Kind auch schon geil. Was meinst du dazu? Du hast einen Stein? Ja. Sie hat einen Stein. Scheiße, sie hat einen Stein. Ein Stein. So läuft das bei uns. Das erste Mal jetzt auf diesem Schrottplatz. Den kennst du eigentlich noch gar nicht. Hier, Taunus. Aber auch mehr als gar. Sehe ich von hier aus schon, dass das Blech durch ist. Zwei Türer. Schönes Auto. Gut, jetzt suchen wir erstmal, was wir brauchen. Mann, da kommen wir so bekannt vorher. 104, nee. W202, W210, W210. Alles vergammelt.
Der ist ein Golf 2, aber da dürfen wir nicht bei. Der gehört nicht zu Udo. Der gehört erst da hinten. Der ganze Kram gehört zu Udo. Mal schauen. Na, Mädels, kennt ihr den noch? Den 50-Euro-Polo? Ist immer auch hier. Hier haben wir einen Golf 2 schon mal. Nee, gar nicht. Einen Jetta haben wir hier. Aber pass auf, wo du hintrittst. Aber ein Jetta ohne Front. Das ist doof. Da gibt es keine Feder für uns. Ah. Oha, man merkt langsam, Golf 2er werden seltener und teurer, weil die sind auf dem Schrottplatz nicht mehr so oft anzutreffen bei uns. Früher gab es die in jeder Ecke hier. Mann, Mann. Hier. Kennt ihr den? Also ich kenne den. Das ist Oles alter Audi 80. Der ist hier auch gelandet. Oh, der hat einiges rausgeschlachtet, alter Schwede. Hey, aufpassen. Jeder kann die Tour nehmen, da liegt ja auch drin, oder was? Da sind die Ledersitze drin. Das ist der Audi, der Ewigkeiten in meiner Halle gestanden hat. Achtung, Tür! Aber sitzen wir doch interessant für einen Trabi, ne? Leder im Trabi, Junge. Den kennen wir auch, ohne Dachgepäckträger. Das wird aber auch tiefer gelegt. Hier ist halt alles, was so ist, geht hier halt so weiter, ne? Also Golf 2 technisch. Wird immer weniger. Hier ist noch ein Jetta ohne Front. Nur noch mit Innenraum, Automatik. Hier ist für uns auch nichts. Ich gucke mal, ob die Federn vom Polo ähnlich sind oder sowas. Oder vom Golf 4. Weil Golf 4 sind ja mehr als genug. Da kannst du mal zu, einen mit Tod werfen. Das ist kaputt. Ja, alles ein bisschen kaputt hier. Ne? Das ist ja nicht hier, ne, Hanna? Schauen wir mal. So, sind wir da im Golf. Hier, sind der Feder wieder wahrscheinlich sein. Habe ich einen Golf 3 gefunden, hoffentlich passt die überhaupt. Na ja, schauen wir mal. Schlüssel. Jetzt kann aber keiner mehr raus. Nee, wenn es vor zu ist, nicht. Katastrophe, so viele VW-Schlüssel dran. Ja. So, mach die Batterie jetzt. Ist die jetzt wieder voll oder gerade eben war die schon wieder am Schwächeln? Ja, wir tauschen die mal aus. Würde ich mal so sagen. Aber das springt gut an. Eben einen kleinen Halleneinkauf gemacht. Eben ein bisschen Eis geholt für den Eisschrank und ein bisschen Kabelsonde für hier Frau Ingenieurin. Und jetzt geht es in der Werkstatt und dann tauschen wir die Feder mal aus. Und dann machen wir nach und nach mal den Golf fertig. Bis zum Wochenende soll der eigenermaßen gut sein, weil da kommt nämlich einer zum Probefahren. Übrigens auch einer aus unserer Community. Also einer von unseren Leuten. Vielleicht wir den Wagen hier haben. Das wäre ja geil, wenn er unter uns bleiben würde. Aber ich fand ihn eigentlich gerade ganz gerne, wenn ich relativ ehrlich bin. Der fährt sich geiler wie der 86C. Und der fährt sich auch um einiges geiler wie ein anderes Auto, was du so vergleichen kannst. So. Vom Fahren her, der fährt sich wie neu. Mit dem Fahrwerk ist er super von dem Auto. Dann hätte ich auch keinen TÜV gekriegt mit dem Fahrwerk. Das ist ja Bescheid. So. Bleib grün. Nein, er ist nicht grün. Du musst es halten dran. Doof gelaufen. Auf jeden Fall stilbewusst ist dieses komische Radio. Da muss ein original Kassettenradio rein. Hier zum Kassettenfach passend. Das ist sogar beleuchtet. Finde ich persönlich. So meine eigene Meinung. Und dann gucken wir mal. Der muss ein bisschen oldschool. Der braucht wieder einen Dachhimmel. Mal gucken, ob ich den einen da reingezimmert kriege. Auf jeden Fall weiß ich schon mal, dass von dem Schiebedach das Ding, was ich habe, fehlt. Das ist schon mal schlecht. Aber ich hätte mal auf den Schrott nur kurz auch noch. Mal gucken. Aber momentan ist gerade bei uns auf dem Schrott mit Golf 2 und Jettas und sowas sehr, sehr mager, habe ich gesehen. Naja, mal schauen. Das sehen wir gleich. Oder das sehen wir die Tage oder was. Ich fährst mir noch in der Golf 2. Das ist so Werkstatt. Hier, Brücke ist komplett zu jetzt. Das war richtig zu. Das ist ein richtiger hier unbefahrbarer Scheiß geworden. Aber Ass rein. Geht so ein Zweigengang. Kein Kratzen. Ich kenne das nicht, Anna. Also ich habe früher Golf 2 gefahren. Die haben alle gekratzt im Zweigengang. Der tut's nicht. Sachen gibt das, ne? Sexy. Golf 1 versus Golf 2. Das ist eine Video-Idee. Das machen wir auch noch. Definitiv. Aber erstmal. Faust Tor damit. Oh, du war wieder immer noch nicht da, den Schrott abholen. Irgendwann wächst der Schrott hier noch fest. Pass mal auf. Jetzt sind wir im Büro. Musik ist an. Die Blues Brothers schallen hier rum. Handy ist am Ladegerät. Was machen wir denn jetzt? Den R5 zur Seite stellen und den Golf, ne? Ja. Übrigens können wir den Golf nicht in die Halle fahren. Der ist so tief in mein Tor. Ohne Scheiß jetzt. Aber original so tief. Das geht gar nicht. Ist ein Draußenarbeiterauto. Viele Autos. Hm? Da sind so viele Autos. Kann man so sehen, ne? Mhm. Hab ganz vergessen, wie schick der Golf eigentlich ist, ne?
So, Grill ab, geht beim Schraubenzieher. Ich sage immer, wer den Grill abmacht. Das ist ganz easy beim Golf 2. Das ist ein ganz einfaches Auto. Ich muss immer noch aufräumen. Nimmt ihr irgendwas, so eine Gabel könnt ihr nehmen, die hier rumfliegt, vom Grillen oder so, scheißegal. Drückt ihr hier länger runter, die Spangen. Klack. Ach komm, klack. Das ist natürlich einhändig nicht so einfach. Naja, egal. Ich mach's mal eben beidhändig. Das einfache ist wahrscheinlich doch nicht. So, neue Feder ist drin. Die vom Golf 3 passt übrigens nicht. Das ist jetzt hier Opel Kadett Trommelbremse. Die Feder hier. Passt aber auch. Aber hundertprozentig. Haube geht gut zu, gerade probiert. Grill wieder dran, weiter geht das hier im Programm. Da kriegen wir fast schon wieder bekloppte Ideen, ne? Und sich jetzt so anguckt. Die Jetta-Front würde echt gut stehen. Naja, aber. Ja, kennt ihr das? Ist ein geiles Auto, ne? Eigentlich wollt ihr das Wort ja gar nicht verkaufen, aber irgendwann müsst ihr das, weil ihr keinen Platz mehr habt. Und Kohle braucht ihr ja auch noch für Bockhorn und sowas. Und da ich Kohle brauche für den Ultramamat. Guck mal, hier gibt's mal einen Radius. So. Da ich Kohle brauche für den Ultramamat, brauche ich die Kiste halt nicht mehr. Zusammen diese Geldmaschine, the Money Machine. Aber Faschen wir zu Schade verkaufen, weil der ist gar nicht mal so gurkig, wie der aussieht auf den ersten Blick. Alter, wollen wir mal eine Rundtour haben über die Karre? Haben wir doch schon mal gemacht, oder nicht? Ja, haben wir hier. 1,6er PN, ganz grob mal eben jetzt ganz schnell. 1,6er PN-Maschine, läuft gut, 230 auf der Uhr. Metallic Blau, weiches Armaturenbrett, zu passende Innenausstattung bei dem Ding. Kassettenfächer, allen drum und dran. GL-Sitze drin, kein Dachhimmel. Die liegt aber hinten auf dem Trabi rum. Aber den einzubauen wird eine Katastrophe. Wenigstens den eigenen aus dem Heil zu lassen dabei. Haben wir noch Kofferraumbereich. Hat jetzt zum Beispiel, ich habe nie gesehen, habe beim Golf 2. Hier ist die neue Batterie übrigens, die neue alte Batterie. Aber die ist gut von Messwerten her ist die gut. Teppich an den Seiten. War noch nicht gesehen. Da sind die Boxen denn abgezogen? Kannst du wieder anstecken da. Klack. Papa. Und. Andersrum. Raum geht ruf. Klack. So. Ja. Hat sogar Kopfstützen hinten. Also das weiß ich auch nicht. Das ist. Keine Ahnung. Ich finde ihn cool. Aber zum Behalten ist der zu schade, fast schon. Beziehungsweise Kohle hier. Das fehlt. Wenn ich mal reich wäre, dann wäre alles gut. Dann würde ich mir eine größere Halle holen und würde alles irgendwo in der Ecke stellen, dann wäre ganz glücklich. Wisst ihr Bescheid? So, die Batterie lasse ich erstmal drin. Ich fahre die erstmal ein bisschen ein, mal gucken. Ich glaube, von dem bisschen ordentlich lädt ist sie auch einigermaßen okay, weil die hat ja, hat einiges Ampere, ne? Das ist eine 55 Ampere, ist das mindestens. 70 Ampere sogar. Ja, mal abwarten. Vielleicht ist die ja wieder gut. Kann immer was sein, dass die ein bisschen schwächelt am Anfang. Nach der Standzeit. So, was machen wir jetzt am Golf 2? Ich habe selber keine Ahnung. Weil ich keine Ahnung habe, gucken wir uns mal den Dachhimmel an, den wir hier haben. Aber für den Dachhimmel brauchen wir, glaube ich, Sprühkleber. Ist erstmal hier gebrochen. Ich habe so von Schrottplatz noch was geholt. Und der muss hier überall auch mal geklebt werden, komplett. Seht ihr das? Überall da geklebt werden. Aber dann passt der rein. Dann müssen wir noch gucken, wo wir dieses Schiebedachstück herkriegen. Aber das kriegt man dann auch noch irgendwo. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich kaufe morgen Sprühkleber. Dann baue ich morgen den Dachhimmel ein. Das ist der Plan. Achso, Renault R5, ne? Projekt geht weiter, wenn ich gute Nummern habe. Ich muss jetzt welche ausleihen. Dann fahren wir den mal. Ich brauche den hier Kühlerlüfter und dann mal schauen, was passiert. Ich glaube nicht, dass er so heiß läuft. Ich habe irgendwie verdacht, die Karre läuft dann absolut gut durch. Weiß ich nicht. Irgendwie, ich habe so ein bisschen ein Gefühl. Weil ich habe so langsam so ein Gefühl für dieses Kfz entwickelt. So dieses Renault-Gefühl. Nicht. Ja, egal. Wird schon schief gehen. Auf jeden Fall, der Politur braucht er auf jeden Fall nicht. Der Lack ist super. Ich dachte, den muss ich aufpolieren, aber der hat keine stumpfen Stellen oder sowas. Klar, was rausholen kannst du eigentlich immer, ne? Aber das geht eigentlich. Geht schlimmer. Ich muss mal das Radio jetzt ausbauen und mal ein richtiges VW-Radio ein. Was auch irgendwie in die Karre passt. Ich finde, das Ding, was jetzt drin ist, ist irgendwie so ein Gekasper. Weiß ich nicht, so gebe ich nicht mein Auto raus, nicht freiwillig.
Finde ich scheiße. Ja, ich finde, so ein Radio passt in so ein Auto nicht rein, irgendwie. Aber die Hülle ist cool hier, der Einbaurahmen. Hab ich gerade gesehen. Man muss einen Schraubenzieher nehmen und den hier einfach nur eindrücken, links und rechts. Kannst den ausbauen, so rausziehen. Total gut. Haben wir hier ganz normal DIN-ISO-Stecker mit 4 Boxen angeschlossen, oder? 1, 2, 3, ja, passt. Wir bauen die mal ein. Hier ist das Antennenkabel. Das sitzt hier. Mal eben für euch. Das ist ein Antennenkabel-Adapter. Das ist der eigentliche Antennenstecker, aber das ist ein Adapter dafür. Geil, was ist ein altes Blaupunktradio, ne? Aber haben wir nicht. Auf jeden Fall haben wir ein Radio, was funktioniert. Naja, es funktioniert auf jeden Fall. Und ist originaler. Ne? Was der spätere Sitz damit machen, ein anderes Radio einbaut oder was, das ist eine andere Frage. Aber ich gebe den Wagen halt lieber original raus. Finde ich halt geiler. Weil im Gegensatz zu dem anderen Radio funktioniert das wenigstens. Das andere ging gar nicht. Da ging nur irgendwie ganz kurz an und dann war es halt wieder. Ich habe es angemacht, ich habe es aufgedreht und dann war es aus. Und hier geht das scheinbar, oder? Mal gucken. Da kriegst du ja Kopfschmerzen bei. Naja, ich muss mal gucken, wie die Suchfunktion hier eigentlich ist bei dem Ding. Keine Ahnung, hier ist Kassette vor und zurück. AS, bla bla, ach egal. Hol ich mir die Tage an. Oder nachher. Echt gespannt, wie er sich das Daily macht die nächsten paar Tage. Man muss bedenken, der hat ein bisschen was gestanden jetzt. Ich meine, ich habe ihn ja, wie gesagt, ich habe den TÜV drauf gemacht, habe ihn danach für eine Ewigkeit stehen lassen gehabt und habe ihn jetzt angemeldet. Und jetzt fahre ich damit. Mal gucken, wie es sich macht. Bin ich gespannt. Aber ich will halt keinen Schrott rausgeben am Wochenende, wenn er das Ding dann haben will. Weil das muss auch nicht sein. Muss einigermaßen ordentlich sein, die Kiste. Meinst du dazu, Frau Ingenieurin? Auch. Hä? Auch? Ja. Auch auf dem Bauch? Bauch auch? Gut, weiter geht das hier Programm. Erstmal Kassetten holen. Weil hier. Erstmal Kassetten holen. Das ist doch cool. Weiß ich nicht, das ist oldschool. Das ist halt, das ist, was so ein Golf halt so ausmacht. Frau Ingenieurin, das Licht gerade erstmal in Bobbycar. Machst du da Fett dran, ein bisschen Ölen? Ja. Öl dran ist wichtig, vernünftig. Guter Einfluss ist schon mal da, Wasser. Ne? Wasser? Ja, Wasser. Wie kommst du auf Wasser? Nicht schlecht. Und wo ist der Wasser? Wasser? Und da drin? Noch. Oh, das wird ein späteres Video. Naja, ich mach mal eben weiter, Hanni. Da ist doch leer, das Ding, oder nicht? So, was haben wir hier nochmal? Unseren Zweier. Ich fahre den jetzt mal ein bisschen, so wie der ist. Guck mal, wie der läuft, die Batterie sich erholt. Dann sauge ich nachher noch ein bisschen aus, mache einfach innen sauber. Aber ich muss hier nicht mitgucken, das wäre ja Schwachsinn. Und dann mal gucken, was die Zukunft so bringt mit dem Ding, ne? Nächste Woche oder was da hier ist es, wenn ich Glück habe, nicht mehr meiner, aber mal gucken. Ich will den übrigens auch für den Golf 1 haben. Aber ich will aber den so haben, nicht original. 1983. Das wird doch geil, oder nicht? Ich muss ja hier mal Jascha anschreiben. Hier, die Frontlippe muss noch raus. Hier noch eine GTI-Lippe drin rum. Ist das die Originallippe? Die tiefe Lippe gerade dran. Ah, Fabian, das Auto gehört ein Kumpel von mir. Und der hat immer so mit Frontlippen. Das Ding muss so möglichst tief aussehen. Deswegen ist er auch so tief. Aber Fabian ist cool. Naja, so für so ein Thema Golf 2. Ihr seht, der hat schon seinen ersten Makeover. Sieht nicht mehr ganz so müllig aus. War ein bisschen vernachlässigt. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt wird er gerettet. Gut. Dann hier bis die Tage. Ne? Ich halte euch auf dem Laufenden. R5 geht die Tage auch weiter. Wie ich halt rohe Nummern kriege und wie ich halt Bock habe. So, das geht jetzt mal auf anderen Radios oben drauf. Oh ja, immer kümmerlicher hier. Egal. Gut. Bis dann. Munter.